Dankeschön, Herr Kollege Kreuzer. Nächster Redner ist der Kollege Aiwanger. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen Bayern gemeinsam noch zukunftsfähiger machen. Das, glaube ich, ist der Wählerauftrag, mit dem wir hier unterwegs sind. Das ist der Auftrag, warum wir in diesen Landtag gewählt worden sind. Und da sind auf alle Fälle viele Baustellen noch offen. Es ist noch Luft nach oben. Wir können vieles noch verbessern. Uns Freien Wählern ist dabei immer wichtig, die Stärke des ländlichen Raums nicht aus dem Auge zu verlieren, eine gute Regionalpolitik einzufordern und zu sagen, auch die hohen Mietpreise in der Stadt München, in Nürnberg und sonst wo sind darauf zurückzuführen, weil das Land nicht die Perspektive hat, die es braucht, weil hier Leute davonlaufen. Also eine ausgewogene Stadt-Land-Politik ist eines unserer Markenzeichen, einer Politik, die, glaube ich, nachhaltig ist, die in die Zukunft schaut. Und dieser Aspekt wurde von den bisherigen Rednern überhaupt nicht erwähnt. Meine Damen und Herren, wir haben gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen Bayerns in die Verfassung geschrieben. Nicht als Beerdigung erster Klasse, damit es dort mal steht, sondern als politischer Handlungsauftrag. Deshalb, damit wir am Land Zukunft haben, mit der Zielsetzung, Leute am Land zu halten, Zukunft am Land zu generieren, dafür müssen wir kämpfen. Das ist ein Ziel, das wir alle gemeinsam ansteuern müssen, meine Damen und Herren. Ja. Welche Handlungsoptionen gibt es hier? Wir kämpfen traditionell für eine bessere Finanzausstattung der Kommunen und lassen auch nicht locker. Bei dieser Haushaltsdebatte wiederum diese 15% Kommunalanteil am Steuerverbund zu fordern, das macht Pi mal Daumen 650 Millionen Euro aus. Das ist eine Hausnummer, meine Damen und Herren, mit der sich die Kommunen draußen besser bewegen könnten. Sie wären damit unabhängiger von einer ganzen Latte von Fördertöpfen, die wir jetzt vielleicht auflegen müssen, um Flickschusterei zu betreiben. Wir brauchen starke, handlungsfähige Kommunen. 15% Kommunalanteil am Steuerverbund wäre das Gebot der Stunde. Wir stellen das wieder zur Abstimmung und wir hoffen hier endlich mal auf Ihre Zustimmung. Meine Damen und Herren, ich bringe Ihnen ein Beispiel. Ja, wenn Geld für die Kommunen aus Ihrer Sicht Schuldenmacherei ist, Herr Huber, dann hätten Sie lieber mal die Hand gelassen von der Kärntner Landesbank. Da haben Sie die Milliarden versenkt, die wir bei den Kommunen bräuchten. Meine Damen und Herren, wenn ich Ihnen ein Allerweltsbeispiel entgegenstellen darf, was wir meinen mit bezahlbaren Mieten in den Städten und mit leerem Wohnraum am Land. Vor wenigen Tagen war eine Münchnerin bei uns mit Mitte 60, eine Frau, die über 40 Jahre gearbeitet hat, jetzt auch eine ganz ordentliche Rente von immerhin 1200 Euro hat, aber für eine 43 Quadratmeter Wohnung knapp 900 Euro Miete zahlt. Meine Damen und Herren, der Rest, der überbleibt, das sind dann noch 10 Euro pro Tag fürs Leben. Eine Person, die ihr Lebtag lang gearbeitet hat, die heute wahrscheinlich ihre Heimatstadt verlassen muss, ihre Freundeskreise verlassen muss oder irgendwann ja trotz einer noch relativ hohen Rente auf Zuschüsse der öffentlichen Hand angewiesen ist. Was ist denn mit Personen, die nur 500, 600, 700 Euro Rente haben? Meine Damen und Herren, denen ist diese Landeshauptstadt schon zu teuer. Und in derselben Zeit, vor wenigen Wochen war ich in Kronach bei einem Kommunalpolitikergespräch im Landkreis Kronach. Und Sie ahnen es sicher, was mir dort die Bürgermeister gesagt haben. Mir haben dort die Bürgermeister gesagt, bitte legt ein Programm auf, damit wir leerstehenden Wohnraum zurückbauen können, weil uns die Menschen davonlaufen, weil wir hier mittlerweile eine depressive Stimmung im Ort haben, weil jedes zweite Haus leer steht. Städtebau, Fördermittel, Dorferneuerungsmittel, was auch immer, um diese Häuser zu vernichten. Und hier haben wir Leute, die zahlen für ein Zimmer im Endeffekt eine Monatsrente. Das passt nicht zusammen.
Damit ist Bayern an dieser Stelle nicht in Balance und wir müssen diese Balance wiederherstellen, nicht indem wir die Städte schwächen, sondern indem wir das Land stärken. Und da sind wir dann eben bei all den Themen, dass eben im Bayerischen Wald eine B11 seit Jahrzehnten auf den Ausbau wartet, dass die Menschen dort ja meinen, auf einer Buckelpiste Slalom zu fahren und nicht ordentlich verkehrsmäßig angebunden zu sein. Und dann eben, wenn sie einen Arbeitsplatz in Deckendorf oder Richtung München bekommen, eben ihre Heimat verlassen müssen, weil die Verkehrsanbindungen eben nicht optimal sind. Dort muss investiert werden. Wir müssen die Wege zwischen Stadt und Land überbrückbarer machen, nicht den täglichen ein- bis zweistündigen Stau in der Früh am Montag zur Arbeit, der dazu führt, dass diese Menschen sich dann eine Wohnung in München nehmen und die Rentnerin eben aus diesem Wohnraum verdrängen. Nein, sie sollen zu Hause bleiben können, sollen von zu Hause aus Familie und Beruf in Einklang bringen können und sie sollen zu Hause Arbeit finden. Sie sollen zu Hause Arbeit finden, die finden es aber nur, wenn das schnelle Internet dort funktioniert. Und wenn mir dann wieder dort gesagt wird, wir haben schon Firmen verloren, weil das schnelle Internet nicht da ist, kann man zwar sagen, ja, wir tun ja jetzt eh was, aber wir haben schon 5 bis 10 Jahre versäumt, wir haben das schon versäumt und wir sind noch lange nicht dort, wo wir hinwollen. Jetzt sind zwar die Programme im Anlaufen, aber das Kabel und der Anschluss ist bei den allermeisten leider noch lange nicht verlegt. Und ich kann zur Firma nicht sagen, okay, deine Daten, die du übertragen willst, in 3 Jahren ist voraussichtlich soweit, bis dorthin ist der weg. Hier ist schon Schaden für den Freistaat Bayern entstanden, weil die Bedeutung des schnellen Internets zu lange nicht richtig erkannt worden ist, meine Damen und Herren. Und heute sehen wir dort die Problematik, dass eben, ja, viele schon sagen, denkt das Ding zu Ende, ob in 7 Jahren nicht die Bindungsfrist fürs schnelle Internet abgelaufen ist, ob dann nicht der Netzbetreiber sagen wird, schön, dass ihr mit staatlicher Unterstützung die Deckungslücke überbrückt habt, aber die 7 Jahre Bindungswirkung sind rum, entweder ihr legt nochmal Geld auf den Tisch oder wir tun eben nichts. Also auch hier Appell, vielleicht auch ans Heimatministerium, mir diese Sorgen zu nehmen. Ich höre das vermehrt Land auf, Land ab, dass draußen wirklich Kommunen Sorge haben. Sie bauen die Netze aus und in 7 Jahren heißt es dann wieder Geld auf den Tisch oder Leitung stillgelegt. Also auch hier müssen wir mitdenken. Ein wichtiger weiterer Punkt für den ländlichen Raum ist, dort Wertschöpfung zuzulassen. Meine Damen und Herren, da komme ich nachher noch zum Thema Energiewende und da komme ich jetzt sofort auch zum Thema Tourismus. Auch dieses Wort hat bisher niemand in den Mund genommen. Ich bin überzeugt, Bayern ist Tourismusland der Zukunft. Wir haben dort schon einen Fuß in der Tür, aber ich bin auch überzeugt, dass Bayern in puncto Tourismus ja noch große Chancen vor sich hat. Wir stehen hier im Wettbewerb mit Österreich, mit Tschechien. Bitte gehen Sie auf die Tourismusbranche zu. Helfen Sie diesen Leuten. Wir können jetzt bundespolitisch ansetzen bei der 7% Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Überfällig, längst nötig. Zweiter Punkt, einfach draußen dieser Branche zu helfen in der Selbstdarstellung, in der Bewerbung. Österreich hat hier mehr staatliche Unterstützung. Bei uns ist vieles noch, ja, sich selber überlassen. Der, der es auf die Reihe kriegt, der macht's. Und der daneben erkennt das Potenzial nicht. Meine Damen und Herren, hier müssen wir das Potenzial heben. Bayern ist ein sehr schönes Land. Und es wäre noch schöner, ja, wenn das noch mehr Leute wüssten und wenn noch mehr Tourismusgelder im Land bleiben würden oder von anderen Touristen in Bayern bleiben würden. Also Wertschöpfung am Land, gerade auch durch Tourismus, das muss noch entfesselt werden. Da ist noch Luft nach oben, wie der Kollege Kreuzer vorher so schön gesagt hat. Meine Damen und Herren, wenn wir von Wertschöpfung am Land reden, kommen Sie an der Energiewende nicht vorbei. Und hier haben wir dann die Situation, 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen zu können. Wir müssen das Potenzial des Landes hier zulassen.
ganz vorneweg, meine Damen und Herren, auch wieder die Photovoltaik zulassen. Was war das für eine Erfolgsgeschichte vor einigen Jahren, als auf die Dächer, als auch auf Freiflächen Photovoltaikflächen gestellt worden sind, dann ist man zu massiv auf die Bremse getreten. Heutige Photovoltaikkraftwerke haben die Möglichkeit der Netzstabilisierung. Also nicht mehr das Argument von vor 5 Jahren, ja, wenn die Sonne scheint, dann glühen die Drähte, dann müsste man das alles abschalten. Nein, Photovoltaik kann Netze aktiv stabilisieren, wenn das über ein modernes Kraftwerk heute aufgebaut ist. Photovoltaik wäre auch der ideale Partner einer Power-to-Gas-Technik, die heute technisch möglich ist, die wir ins Auge fassen müssen, anstatt uns auf Leitungsausbau zu konzentrieren. Also auch hier mein dringender Appell an alle im Landtag vertretenen Fraktionen, lassen Sie die Finger von Südlink, lassen Sie die Finger von der Südostpassage. Dort holen wir uns für viele Milliarden Euro eine Abhängigkeit von anderen Regionen, die auch Krisenanfälligkeit erzeugt, wenn dort der Blitz einschlägt in die Leitung, wenn dort Sabotage betrieben wird oder sonst was, meine Damen und Herren, dann bricht diese Versorgungsleitung weg und dann ist eventuell Heulen und Zähneknirschen, es sei denn, Sie sagen, wir haben auf die nicht angewiesen, dann frage ich Sie aber, warum Sie es dann überhaupt bauen wollen. Also Finger weg von dieser krassen Abhängigkeit. Setzen Sie auf das Potenzial der Energiewende in Bayern. Da ist die Photovoltaik auf alle Fälle zu fordern. Da ist die Windenergie noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Ihre 10H-Regelung wirft hier massiv Sand ins Getriebe. Und wenn man weiß, dass eine heutige Windkraftanlage in moderner Prägung mit 200 Meter Höhe eben Strom erzeugt für 5000 Menschen rechnerisch. Natürlich haben wir die Spitzen, aber die Spitzen kann ich wegnehmen, wenn ich die Spitzen dann billig einspeisen lasse. Das wäre auch mein Appell an Sie. Sie sitzen ja beide in der Bundesregierung. Bringen Sie endlich dort zur Debatte, dass man meinetwegen um die Mittagszeit, wenn der Sonnenstrom in Überfluss vorhanden ist, dieser Strom nicht entsorgt wird und in die Erde geleitet wird, sondern dass dieser Strom dann um einen deutlich billigeren Preis an den Endabnehmer abgegeben wird. Sie werden erstaunt sein, wie schnell diese angebliche Überschusssituation im Markt unterkommt, wenn der Strom dann billiger ist. Das sind Dinge, die Sie ansteuern müssen, wo mir aber jedes Konzept von Ihnen derzeit fehlt. Meine Damen und Herren, ein weiteres Stichwort bringe ich hier in die Debatte. Österreich. Ich weiß schon, dass einige Herrschaften hier, wenn sie das Wort Österreich hören, zusammenzucken und sagen, von denen kaufen wir nie mehr irgendwas. Aber wenn Österreich Energie anbietet und das für uns zu halbwegs vernünftigen und verträglichen Bedingungen passieren kann, dann sollten wir diese Energiekooperation mit Österreich ausbauen. Ob das jetzt, wie von kritischen Recherchen herausbekommen, ein Kernkraftwerk nur ist, dass wir uns hier leistungsmäßig reinholen könnten, oder bis zu 4 Kernkraftwerken, was die Verbundleute hier gesagt haben. Vielleicht liegt da die Wahrheit in der Mitte. Aber meine Damen und Herren, selbst wenn es nur ein halbes Kernkraftwerk wäre, dass wir uns hier leistungsmäßig einkaufen könnten, dann ist mir das lieber, als wenn wir uns in Braunkohletrassen reinhängen, die überhaupt noch nicht gebaut sind, die überhaupt noch nicht geplant sind, die vielleicht in 10 Jahren fertig sind, die uns einen Haufen Geld kosten und die am Ende zu einer Krisenanfälligkeit führen. Also nützen Sie auch dieses Potenzial Österreich vor der Haustür. Von Österreich können wir nicht nur bei der Energiepolitik lernen, sondern auch, wie vorher gesagt, im Bereich Tourismus. Dort sollten wir unsere bayerischen Scheuklappen vielleicht mal beiseite legen. Energiewende als die große Zukunftsfrage, die auch hier Bayern und die bayerische Bevölkerung zu bearbeiten hat. Und dann ist natürlich ein 3-monatiger Energiedialog etwas dünn, vor allem wenn man zu Beginn der Debatte gleich die Windenergie als tragende Säule rausschlägt und sagt, ein bisschen was wird schon noch überbleiben. Wir müssen hier alle Potenziale mit einbeziehen und ich erneuere meine Idee, hier das Thema Sonnenenergie wieder neu zu beleben. Kleine Randnotiz, heute hat der Bauernverband eine
Auszeichnung bekommen für bienenfreundliche Landwirtschaftspolitik. Meine Damen und Herren, die Imker wissen, auf Freiflächen, Photovoltaikflächen hab ich viele Blumen drin, habe ich viele Gräser drin. Das ist Artenschutz in Reinkultur kombiniert mit Energie, also Nebenprodukt Strom oder Nebenprodukt Biene. Sie können es sehen, wie Sie wollen. Es nützt beiden und es nützt auch dem Landwirt als Wertschöpfungsquelle. Lassen Sie hier wieder Wertschöpfung zu, legen Sie hier nicht völlig den Deckel drauf. Bildungspolitik. In der Bildungspolitik ist vieles zu tun. Und es tröstet mich nicht, wenn hier immer der Schlagabtausch kommt, ja, ihr mit euren rot-grünen Bundesländern und so weiter und so rauf und runter. Meine Damen und Herren, wir haben in Bayern Fragen, die beantwortet werden müssen. Wir müssen die Frage klären, ob es sinnvoll ist, dass wir Grundschulklassen mit über 25 Kindern haben und parallel dazu mehrere tausend arbeitslose Grundschullehrerinnen. Wir müssen die Frage beantworten, ob es sinnvoll ist, diese jungen Leute dann nach Berlin oder in andere Bundesländer zu schicken. Wir müssen die Frage beantworten, ob es nicht Lösungen gibt, auch aus dem Grundschullehrerbereich, ja, die Lücke bei den Erzieherinnen zu schließen, weil es ein Trauerspiel ist, dass man wieder in Städten wie München nicht mal einen Kinderbetreuungsplatz bekommt, weil man hier zu wenig Erzieherinnen hat. Ist es nicht möglich, hier Personal umzuschichten, hier diese jungen Damen, die es ja überwiegend sind, dann auch im Erzieherbereich einzusetzen und ordentlich zu bezahlen, anstatt dass man sagt, wir haben euch 5 Jahre lang teuer ausgebildet und schicken euch jetzt auf Berlin, um denen Bayerisch zu lernen. Meine Damen und Herren, Bildungspolitik bedeutet auch Klarheit beim Gymnasium. Und was hier die letzten Jahre passiert ist, ja, ist ein Verwirrspiel sondersgleichen. Man mag sich lustig machen über unsere 300.000 Unterschriften, die wir zu diesem Volksbegehren nur bekommen haben aus Ihrer Sicht. Ich erinnere wieder, ohne hier süffisant sein zu wollen, an Ihre 2.200 Unterschriften der CSU für die ganzjährige Sommerzeit. Wir haben 300.000, obwohl wir deutlich weniger sind als Sie. Sie haben 2.200. Also, lachen Sie nicht über 300.000, schaffen Sie die erstmal selbst. Wir haben damit auf alle Fälle die Debatte in Gang gesetzt. Wir haben Sie ja dazu gezwungen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und wenn es kein Thema mehr wäre, würde Kollege Spänle das Thema ja gar nicht mehr bearbeiten. Man muss sich mit der Thematik auseinandersetzen, weil auch ja ein Kern drin ist, an den man nicht vorbeikommt. Es gibt eben gute Gründe für eine 9-jährige Gymnasialzeit. Es gibt vielleicht auch gute Gründe für eine 8-jährige Gymnasialzeit. Und deshalb sagen wir doch, biete beides an. Die Eltern und die Kinder sind erwachsen genug, hier zu entscheiden, was ihnen gut tut. 9 Jahre zusätzlich zum 8-jährigen anzubieten, wäre ein Schritt der Demokratisierung an dieser Stelle, wäre ein Schritt für mehr Chancengerechtigkeit. Also unsere Botschaft an der Stelle, erkennen Sie bitte, dass die Wahlfreiheit G8, G9 durchaus Charme hat, dass das Sinn macht. Lassen Sie das zu und hören Sie doch auf mit diesen kindischen und unsouveränen, ja, Bremsspielchen, dass man erstmal sagt, wir begrenzen es auf 25%. Dann, wenn der Protest kommt, nein, war nicht so gemeint, aber wir geben nicht mehr Mittel. Und wir bremsen überall rum, nur damit am Ende G9 nicht zum Erfolgsmodell wird. Meine Damen und Herren, wenn man mit solchen fiesen Tricks einer Situation ja die Zukunft nehmen will, dann deutet doch vieles darauf hin, dass dort eine Chance liegt. Wenn die Eltern das nicht wollten, dann brauchen sie ihnen doch keine Prügel im Vorfeld sicherheitshalber in den Weg legen. Lassen Sie die Eltern entscheiden, vielleicht nehmen 10% des G9, vielleicht nehmen es 50%. Lassen Sie diese Entscheidung zu, sind Sie souverän genug und sagen Sie nicht, es muss verhindert werden, nur damit wir als G8-Befürworter hier nicht das Gesicht verlieren. Sie verlieren mittlerweile mehr Gesicht mit diesem peinlichen Festhalten an einer ja nicht ganz korrekten Umsetzung einer Gymnasialreform. Das G8 ist eben nicht das, was es hätte werden sollen. Geben Sie es doch zu. Ist ja keine Schande. Meine Damen und Herren, Sie haben weitere Themen angesprochen. Sie haben auch das Thema Flüchtlingspolitik angesprochen. Und ich glaube, dass wir hier mindestens an der Stelle den internationalen Kontext sehen müssen.
Und es freut mich, dass Sie jetzt immer mehr auch unsere Argumente aufgreifen. Wir behaupten gar nicht, dass wir die Ersten waren, die es gesagt haben. Wir haben es zumindest vor einigen Monaten sehr deutlich gesagt. Wir müssen in den Herkunftsländern der Flüchtlinge besser tätig werden. Und es hilft gar nichts zu sagen, 10 Millionen Syrer sind auf der Flucht, rund 50.000 davon erst in Anführungszeichen in Deutschland. Meine Damen und Herren, wo sind die anderen Millionen? Die sind im Libanon, die sind in Jordanien, die sind in der Türkei und sonst wo. Und da ist es geradezu peinlich, wenn man hört, ja, was ein Herr Christian Springer hier an Erfahrungsberichten zum Besten geben kann, dass er händeringend nach Sachspenden sucht, dass er alte Feuerwehrautos brauchen würde, dass er alte Müllfahrzeuge brauchen würde, um in diesen Flüchtlingslagern den Müll wegschaffen zu können. Überschrift: Müll macht krank, meterhohe Müllberge, wo Krankheiten gezüchtet werden und keine westliche Nation in der Lage ist, ja, diesen Dreck wegschaffen zu helfen, denen wenigstens Autos liefern zu können. Meine Damen und Herren, an der Stelle sind wir schon gefordert, ja, mal Lösungsansätze anzubieten. Und wenn er dann überdies sagt, dass er auch deshalb ein Problem hat, an alte Feuerwehrautos in Bayern ranzukommen, weil es Artikel 75 der Bayerischen Gemeindeordnung ja verbietet, Gemeindebesitz zu verschenken oder unter Wert abzugeben, ja, dann wäre das schon mal ein erster Ansatzpunkt, den ich Ihnen hier vorschlage. Bitte suchen Sie eine juristische Möglichkeit. Entweder Sie gehen mit einem bayerischen Fördertopf mal rein und kaufen für 10 Millionen oder 5 Millionen Euro alte Feuerwehrautos vom Markt von Gemeinden, die ohnehin vorhaben, ein neues Auto zu kaufen. Oder Sie lockern an der Stelle diesen Paragraphen, sodass ausnahmsweise auch Feuerwehrautos, alte Feuerwehrautos verschenkt werden dürfen oder für einen symbolischen Preis abgegeben werden dürfen. Nicht, dass die Gemeinde auf dem alten Feuerwehrauto sitzt, darf es aber nicht verschenken und die anderen können es nicht kaufen, weil sie das Geld nicht haben. Also das sind praktische Lösungsansätze, die wir hier bringen, die wir Ihnen anbieten und wo ich Sie auffordere, vielleicht schaffen Sie es, wenigstens bei diesem Punkt alte Feuerwehrautos für Jordanien hier noch eine Lösung zu finden, wenn es geht, noch in diesem Jahr. Und meine Damen und Herren, ich streife noch ein Thema, es wäre ja ein Thema für eine ganze Tagesdebatte, das Thema Freihandelsabkommen mit Amerika und Kanada. Obwohl immer in den Argumentationspapieren dafür von Millionen oder Hunderttausenden neuen Arbeitsplätzen die Rede ist und hier die glorreiche Zukunft versprochen wird, wundert es mich, dass diejenigen, die es wohl dann am Ende im Bundestag durchwinken werden, darüber kein Wort verlieren, da eher peinlich berührt sind, wenn sie darauf angesprochen werden. Wären Sie also so davon überzeugt, dass wir TTIP und CETA unbedingt brauchen, Kollegen von der CSU und Kollegen der SPD, dann glaube ich, würden Sie das gleich vorne in die Überschrift reinschreiben. Bayern hat die große Zukunft jetzt dann mit dem Freihandelsabkommen. Keiner erwähnt es. Warum? Weil Ihnen selber nicht ganz wohl ist bei der Sache. Und deshalb auch hier mein Appell an Sie. Denken Sie dieses Freihandelsabkommen oder diese beiden auch aus Sicht des Mittelstands, wo die Sorge besteht, dass die Meisterpflicht unterlaufen wird. Denken Sie es aus Sicht der Kommunen, wo die Angst vor Privatisierungsdruck vorhanden ist. Denken Sie es aus Sicht des Staatsbürgers und Demokraten, der Angst hat, dass seine Stimme am Ende kein großes Gewicht mehr hat, weil die große Politik dann nicht mehr im Bundestag gemacht wird, sondern in Konzernzentralen. Denken Sie das aus deren Sicht und stellen Sie das gegenüber und verbinden Sie das vielleicht ganz am Ende meiner Rede jetzt mal mit dem Gedanken, wir schaffen es nicht, heute übers Mittelmeer alte Feuerwehrautos und Schlafsäcke nach Jordanien, in die Türkei und ja in diese Krisenregionen des Libanon zu bringen. Mit Nussschalen schaffen es die Flüchtlinge den Weg von Süd nach Nord. Diese Hilfsgüter von Nord nach Süd schaffen wir nicht. Aber wir stellen ein Freihandelsabkommen in den Raum und fahren dann Schweinefleisch von Kanada nach Europa, das wir überhaupt nicht brauchen, über den Atlantik mit riesigen Dampfern. Da fahren wir Lebensmittel hin und her, die auf beiden Seiten dann in Überfluss vorhanden sind. Aber dort, wo die Menschen herkommen, die dann ja nachts auf Papiersäcken schlafen müssen, dorthin das Zeug zu bringen, das muss jetzt nicht Schweinefleisch
Hackfleisch sein, das kann Getreide sein, das kann Zelt sein, das kann sonst was sein. Weiß ich, ich kenne die Späße, weiß ich, ist aber jetzt nicht der Ort für Späße bezüglich der Ernährungsgewohnheiten. Wir sind nicht in der Lage, dorthin die Ware zu bringen, wo sie hingehört. Das zeigt, wir haben alle miteinander noch sehr viel zu tun, von der Stärkung des ländlichen Raums über die Energiewende bis hin zu einer vorausschauenden Flüchtlingspolitik. Tun wir das gemeinsam? Meine Damen und Herren, wir sind in den letzten Monaten hier viel zu sehr der parteipolitische Kleinkrieg über den Kopf gewachsen. Herr Kollege, beachten Sie bitte die Uhr. Jawohl, sofort. Wir müssen gemeinsam die Zukunft Bayerns in den Griff kriegen. Wir haben gute Voraussetzungen und es geht jetzt darum, hierbei möglichst wenig Fehler zu machen und gute Ideen zusammenzuführen. Ich danke Ihnen. Dankeschön.